Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, beim letzten Mal hatte ich Aufnahme beendet, weil ich keine Lust mehr hatte. Da ich nochmal das gleiche machen durfte. Und zwar Attentat. Aber gut. Ich würde sagen, wir werden das jetzt nochmal machen. Und diesmal werde ich das auch schaffen. Ich drücke mal die falschen Knöpfe gerade, keine Ahnung warum. Aha. Frage ist, wie kommen wir jetzt an Wurfmesser ran? Legenden. Marker. Das. Besteck. Okay. Ja. Das wird so ein bisschen schwerer, ne? Warte mal. Ups. So wollte ich gar nicht. Warte so. Okay. Hallo. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa Al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Okay, nochmal das. Alles klar. Steuerung. Tschüss. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Ja. Okay. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis. Warum das gerade nicht geladen hat, keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz das gucken. Einmal mit, Leute. Okay. So. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Halt ohne das Quatschen. Und haben 10 Wurfmesser. Das war da. Da lang. Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Schupp. Schupp, dupp. Das ist halt da, wo wir rauf wollten. Und halt nicht rauf konnten. Weil die Zähne mit einmal aufgetaucht ist. Was ein bisschen blöd war, aber gut. Wow. Hallo. Ihr habt nichts hier zu suchen. Ach so, ruhig. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ich geh mal darüber. So. Oh, ich hasse diese, ne? Die sind so richtig nervig. Der da oben nervt auch. Hallo. Geh weg. Hinfahrt! Ach, halt die Schnauze. So. Die Frage ist hochkommen, ne? What the fuck? Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Nein. Hey, du Penner. Autsch. ja. Beweg dich doch mal die Kamera so, wie du sollst. Ich hasse das. Stirb. Achso.
Das habe ich jetzt nicht bedacht eben. Oh gut. Autsch. Mehr. War ich nicht. Von wo? Ach da. Toll. Komm her. Wenn du was von mir willst. Ach komm. Dann töten wir ihn mal. Okay. Ja, so ruhig. Okay, das haben wir. Kommen wir da rüber? Ja, ne? Ja. Okay. Vielleicht beginnt das wieder. Das, was wir beim letzten Mal schon hatten. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Kann man nicht überspringen, mein Freund, oder? Das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte, Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Ja, okay, dann heißt das jetzt nochmal Attentat auf alle. Das wird ein Spaß. Mikro nochmal ein bisschen umändern. So, ich würde aber sagen, wir gehen hier jetzt mal hoch. Erkundigen das Gebiet nochmal. Was wir nämlich vorher nicht gemacht haben. Er speichert ja auch. Aber dann den Zeitpunkt speichert ist halt immer so eine Sache. Sollte er eigentlich machen. Wäre schon besser. Okay, ab nach oben. Aber ich würde sagen, wir klettern dann gleich runter. Mal runterspringen, dann müssen wir hochklettern. Habe ich nämlich keine Lust drauf. Hopp. Okay. So. Dann nochmal erkundigen. Aussicht genießen, die immer echt geil ist. Egal welcher Teil. So. Ups. Ja, jetzt haben wir hier halt alles. Der Punkt fehlt noch. Und der, dann haben wir ja auch alle. Okay. Machen wir das so. Zack. Das würde schief gehen, aber richtig. Frage ist, komme ich hier dann auch so runter? Wow.
Naja, haben uns ein bisschen verletzt. Was soll's. Das Problem ist halt, die wachen überall. Okay. Da sind auch noch ein paar. Die sind halt überall welche. Das ist so das Problem. Wir brauchen nur 5 Stück. Wo ist der Typ? Ja. Stirb. Und tschüss. Wer hat gesehen, was hier geschah? What are you all up? Was soll das hier? Ich hab nichts gemacht. Eigentlich können wir ja erstmal alle nervigen Leute ringsrum töten. Oder? Guck mal, wer der ist. Das wäre. Ist das der? Oder steht er echt da unten noch? Ich will aber keine Bürger retten. Er ist weg. Der ist da. Gut. Ja, wo ist der denn hin? Da war doch gerade jemand. Wo ist der denn hin? Na gut, ich habe gesehen, dass jemand in Augenwinkel runtergesprungen ist, ne? Zeigt euch! Hä? Was ist das? Den habe ich doch gar nicht getötet, der ist doch selbst runtergesprungen. Was ist denn der Typ? Wer ist dafür verantwortlich? Ich nicht. Das war ich halt wirklich nicht. Oh. Sag nicht, das macht jetzt Probleme. Der Typ ist halt auch nicht mehr da. Das ist so das Problem. Okay. Da haben wir noch einen Aussichtspunkt. Ja. Wir haben halt diese Punkte noch. Geh weg. Stirb. Okay. Hä? Achso. Quack. Was mache ich denn da? Gut so. Nicht so, aber gut. Yo. Alles klar. Boy. Jeder kann sich hinter auf Pergamente schreiben. Jeder. Diese Macht und diese Einfluss müssen kontrolliert werden. Es wäre gefährlich und unverantwortlich, die jedem dahergelassen. Oh, der ist auch tot. Wir müssen sie alle vernichten, auf das
sie euren Geist Wo bist nicht länger du? Ich vergiften. Weiß, dass du hier bist. Das ist der. Okay. Furchtbar. Jeder kann mit Tinte auf Pergament. Die Sache ist halt. Jeder. Diese Macht und dieser Einfluss. Der muss weg. Müssen kontrolliert werden. Es wäre gefährlich und unverantwortlich. Dann gehen wir mal da. Sie erscheinen sicher, wow. Aber das Tosch. Grausame Worte führen da zu lang. Grausamen Taten. Tod. Okay, den haben wir. Als nächstes nehmen wir den anderen da hinten gleich. Dass wir so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf uns ziehen. Ja. Ich würde sagen. Jeder kann alles klar. Mit Tinte auf Pergamente schreiben. Jeder. Diese Macht und dieser Einfluss müssen kontrolliert werden. Der ist auch tot. Es wäre gefährlich und unverantwortlich, sie jedem dahergelaufenen zu überlassen. Wir müssen sie alle vernichten, auf dass sie euren Geist Scheiße. Nicht länger vergiften. Tot. Okay. Weg hier. Da hinten ist noch einer. Huiuiuiui. Schon ein bisschen schwer. Sie erscheinen sicher, aber das täuscht. Grausame Worte führen zu grausamen Taten. Seht euch um. Kriegen wir den von hier oben eigentlich? Nein, nicht der. Der da. Jetzt nicht mehr. Oh, wenn ihr den Frieden wollt, wenn ihr diesen Krieg wirklich beenden wollt, wie kriegen wir den denn am besten? Gebt eure Bücher, eure Schriftrollen und Manuskripte auf. Denn sie nehmen das Feuer von Ignoranz und Hass. Den da brauchen wir. Nein, da wollte ich nicht hoch. Herunter meine ich. Wie kriegen wir den denn am besten also? Alles klar. Getroffen. Ich kletter hier mal kurz hoch. Alles klar. 2 von 5. Diesmal unauffälliger. Soweit es geht. Wenn wir halt alle haben, dann passiert ja nichts mehr. Wir sollen sie ja alle töten. So. So. Alles klar. Schnell drücken, dann passt das auch wieder. Okay. Wo ist er jetzt? Schauen wir mal. Wir müssen, wie gesagt, halt erstmal gucken, dass auch niemand anders irgendwo ist. Werft sie auf den Stapel vor mir. Sie zu behalten wäre Sünde. Erkennt und versteht die Wahrheit in meinen Worten. Ach, fuck. Befreit euch von den Lügen und Irrlehren der Vergangenheit. Jetzt ist er tot. So. Okay, da hat mich jemand kurz gesehen, aber nicht so schlimm. Okay. Die zwei da hinten noch. What are you holding? You took me weg. Hört auf. Was so ein Hier unten müsste doch einer sein, ne? Oder auch nicht. Okay. Wo ist der Typ?
Du hast mich nicht gesehen. Okay, der ist tot. Jahrhundertelang ein Problem weniger. Haben wir uns schweigend gefügt. Den Worten.